Und ich weiß, Leute, das ist der beste Pokestop, den ich hier kenne. Der Name, ist das Kunst oder kann das weg? Wer hat das eingereicht? Das ist so dumm. Alright, Leute, diesmal geht's in die Innenstadt, wirklich in die City rein. Ich war ja schon im Park, ich war im Wald und diesmal wird die City erkundet. Und wenn da nichts Geiles ist, dann weiß ich auch nicht. Doch, da wird schon was sein. Auf jeden Fall wird es wahrscheinlich eine Menge Pokestops geben. Immer muss ich mich beeilen, die Fußstrecke ist doch recht hoch. Das sind fast 5 Kilometer bis zur Innenstadt. Ein bisschen Tempo geben, dann klappt das schon. Da ist ein Pokestop, aber dann müsste ich die Straßenseite wechseln. Habe ich ehrlich gesagt keinen Bock zu. Zwischendurch mal ein Radfahrt. Gibt es ja auch in Übermengen. Ich glaube, die Stadt ist rattenverseucht. Die ist rattenverseucht, ohne Scheiß. Ey, und der Pokestop geht doch, oder? So viele Autos hier. Da, ich muss immer so die Lücke zwischen zwei Autos, wo nichts vorbeifährt, dann schnell reden und dann weitergeht. Also das City leuchtet nur so mit Pokestops. Guckt euch das an, was im Hintergrund und alles ist. Oh shit. Das ist sogar eine blaue Arena, mal gucken, wer die erobert hat. Ein Weibchen namens Lärm. Ist recht okay, könnte ich gleich verstärken, wenn ich da vorbeikomme. Oh, wir haben was Neues. Ein Dodo für 142. Das ist okay. Muss jetzt nur gerade auswerfen können. Schaffe ich auch. Mein Team wird auf jeden Fall kampffähig. Ohne Scheiße, wird immer besser inzwischen. Und bald kann ich echt mit der Arena mithalten, weil da sind so viele Leute über 500 und so weiter. Ist das Kunst oder kann das weg? Das ist eine interessante Frage. Ja, ohne Scheiß, Innenstadt ist so viel besser als Wald, was hier alles rumfliegt. Ja, ich habe jetzt schon das vierte oder so in kurzer Zeit. Überall Pokestops. Eigentlich muss das genau andersrum sein, wenn ihr mich fragt. Irgendwo im Pferdewandrelief. Der einzige Nachteil ist, viele Menschen. Sehr viele Menschen. Okay, die Arena haben wir ein bisschen besser gemacht, oder? Im Krieg ein bisschen der Erfahrungspunkte. Das zweite Vieh war ja mal heftig. Oh, Magneto. Auch wenn Magneto in X-Men ist und kein Pokémon. Level up. Mal wieder. Nice. Es wird hier immer mehr. Es wird immer besser. Echt jetzt? Ich wollte die verstärken und irgendein Arsch ist hier reingekommen und hat es vor mir gemacht. Vor meinen Augen. Und ich stehe immer noch an derselben, wo ich gerade gebettelt habe. Zwischendurch auch mal ein Krabi. Also das ist hier. Das ist so ein scheiß Paradies hier. Wenn ich nur einen beschissenen Wurf hinkriege. Ich habe jetzt nur noch eine Hand. Hab mir Essen geholt. Hab mir Mittagessen geholt. Und jetzt muss ich mit einer Hand hier einen scheiß Pokémon fangen. Alles klar. Man muss ja auch sein Handy so akrobieren, dass das nicht irgendwie runterfällt, wenn man gerade einen Pokéball schmeißt. Nice. Neues Ding im Register und dann. Also ohne Scheiß, wenn ihr in Bielefeld seid, Hauptbahnhof lohnt sich immer. Ohne Scheiß, Leute, das ist der beste Pokestop, den ich hier kenne. Der Name, ey. Ist das Kunst oder kann das weg? Wer hat das eingereicht? Das ist so dumm, ey. Hier zwischendurch gibt es noch einen Habitat. Habitat gibt es hier in Bielefeld Innenstadt auf jeden Fall. Tausende. Ich kann das Ding bald entwickeln. Angeblich irgendwo eine Blutbuche. Wo soll das denn sein? Wo soll das denn? Irgend so ein Schild in den Boden. Hier ist nichts. Hier ist ohne Scheiß nichts. Angeblich jetzt direkt drauf. Angeblich stehe ich jetzt direkt drauf von dieser Blutbuche. Hier ist ein Baum. Hier ist ein Baum, eine Flasche. Eine Flasche kann natürlich auch als Pokestop durchgehen. Ist es aber nicht. Der Spiegel. Obwohl kein Spiegel dran ist. Das ist ein Gerüst, ein fettes Gerüst. Könnte es aus einem Football-Match sein, aber ist ein Spiegel. Das wäre mal geil, wenn da wirklich ein Spiegel wäre, oder? Es wäre echt geil, wenn so ein riesen, fetter, abgepackter Spiegel drauf wäre. Was noch nice wäre, wenn meine zwei Eier mal hier ausbrüten würden. Da kommt bestimmt was Fruchtbares bei raus. Aber der offensichtliche Wortjoke war nicht. Den musste ich ausnutzen. Ich habe den ganzen Tag darauf gewartet, dass ich zwei Eier ausbrüten kann und dann diesen Wortwitz benutzen kann. Diese Doppeldeutigkeit, ob das witzig ist, ist ja eine andere Sache. Oh, da links sind auch so viele Pokestops, das ist aber voll nicht auf meiner Route. Ich finde es schade, dass es in der Innenstadt so viel mehr Pokémons gibt, die man sammeln kann. Vor allen Dingen auch bessere und vor allem deutlich mehr. Das führt einfach dazu, dass man immer in die Ballungsgebiete geht, wo sowieso jeder ist und dort alles fängt, anstatt mal wirklich irgendwelche seltene Orte oder abgelegene Orte zu suchen, wo es andere Zeug gibt. Weil ich habe eine Folge rausgebracht, wo ich im Wald war und da war nichts. Kein einziges. Allein hier habe ich in 5 Minuten mehr gesammelt als eine halbe Stunde im Wald und das ist scheiße. Leider, die müssen das komplett umdrehen. Das System müssten die einmal komplett umdrehen, so dass im Wald deutlich mehr auftaucht als in den Ballungsgebieten. Ich hatte eigentlich erst geplant, diese Arena da vorne, Auto, diese Arena da ganz hinten wieder hinzugehen. Das ist der Jazzclub. Da war ich ja schon mal in einer Folge drin. Der wurde von Team Blau erobert, von hier Julia. Julia und Jules Meyer, die haben die erobert, irgendwie zwei Mädels. Und dann kam dieser Typ irgendwann mal rein. Mir werden die Arenen immer von Augen weggeschnappt. Auch schon vorhin in der Innenstadt, habt ihr ja gesehen. Ich habe das Ding hier angegriffen, habe die Arena vergrößert.
konnte die verstärken, bis ich über die Ampel gegangen bin. Hier ist irgendeiner da hingekommen und hat sich ein paar fucking Pokémon reingeschmissen. Auf jeden Fall ist die Gegend hier super umkämpft. Hier gibt es so viel Kampf. Der Koha-Smartphone ist immer wieder hier in der Gegend und da oben der eine Arena nach der anderen. Guckt euch das an, ein 1000er Gold King. Der ist krass drauf, der ist krass drauf. Aber ab und zu mal erobern auch die roten Spieler. Die blauen sind ein bisschen im Nachteil. Aber mal gucken. Noch ein paar Mal rumlaufen und ich glaube, ich kann mithalten. Also meine Viecher werden immer besser. Ich bringe jetzt auch noch eine Folge raus, wo ich die entwickle. Ich bringe die mal alle hoch und damit die ein Power-Up haben. Und dann ist alles gut. Immer die Straße beachten, Leute. Nicht immer aufs Handy gucken. Alright, das war mal wieder Pokémon. Diesmal OP. Innenstadt. Innenstadt ist OP. Habe ich ja schon mal gesagt. Habe ich oft gesagt. Gibt so viel Zeug. Meine zwei Eier dauern noch. Das dauert echt noch ein bisschen. 2 Kilometer muss ich noch ein bisschen rumlatschen. Dafür habe ich Mittagessen geholt. Mittagessen ist immer nice. Das genieße ich jetzt mal. Und ihr habt hoffentlich die Folge genossen. Falls ihr die genossen habt, klickt hier oben rechts. Mein Daumen sieht man nicht. Da oben gibt es ein I. Dort könnt ihr drauf drücken. Findet ihr weitere Pokémon-Folgen, wenn ihr Bock drauf habt. Und hinterlasst natürlich ein Abo, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und gebt mir Flosse. Flop.